Herzlich willkommen zu unserem WTU-Podcast We Move People, dem Podcast für Körper, Herz und Verstand. Wir sind Alfred Johannes Neudorfer und Rosa Ferrante Banera. Und in unserem Podcast beschäftigen wir uns mit den Themen persönliche Weiterentwicklung, Gesundheit, Kampfkunst, Philosophie und Menschsein. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom We Move People Podcast. Hallo AJ. Hallo Rosa. Wieder frisch eingeflogen aus Österreich. Genau, ja. Da ist er wieder. Ja. So, heute geht es um den Weg des WTU Wing Chun. Ja. Wieso der Weg des WTU Wing Chun? Weil, wie es ja schon das erste Movement bei uns, erste Form, die heißt die Sion im Tao, das ist die kleine Idee des Weges. Und in der klassischen Kampfkunst, und WTU Wing Chun ist ja auch sowas, ist ja in den japanischen Stilen, in den chinesischen aber genauso, in den japanischen ist überall das Do drinnen. Das Do weist auf den Weg hin. Das weist darauf hin, dass es nicht nur was Körperliches ist, dass es nicht nur etwas ist, was mit Kämpfen zu tun hat, sondern dass es um viel, viel mehr geht. Denn wenn es nur um Kampf gehen würde, dann braucht man diese Wege nicht. Sondern da geht es um eine Optimierung, eine Verbesserung, ein Besserwerden des Menschen. In China sagt man, der Edle. Ist natürlich ein Ideal, nach dem man strebt. In Japan, der Korrekte. Und das ist da in all den Kampfkünsten vorhanden, oder? Es ist ursprünglich vorhanden gewesen. Deshalb ist das Judo, Karate-Do, Aikido, Kendo, Jaido, Kyudo. Auch in Nicht-Kampfkunst ist es so in Japan. Das heißt, dass es ein Weg ist, wo der Mensch zum wirklichen Menschen wird. Jetzt kann man jetzt natürlich sagen, ja, wir sind doch alle Menschen. Natürlich sind wir alle Menschen, der Natur nach. Aber das menschliche Potenzial haben wir nicht entwickelt. Nein, wir sind zersplittert, wir sind zerstreut. Wir sind ein zersplittertes Tierwesen, das sich denn die wirkliche Größe des Menschen noch nicht erarbeitet hat. Dazu braucht man in die Welt rausschauen. Und in China ist das der Edle oder das Tao, das dahinter steht. Und darum geht es natürlich im WTU Wing Chun auch. Natürlich ist WTU Wing Chun eine unglaublich gefährliche Sache für die Selbstverteidigung, für den Kampf. Um den Wettkampf geht es bei uns nicht. Nein, weil Wettkampf ist ein anderes Mindset als von dem, was wir reden. Es geht um Selbstverteidigung. Selbstverteidigung heißt, dass man mit Herausforderungen, mit Bedrohungen fertig wird, dass man sich ihnen entziehen kann, in angemessener Weise oder gar nicht hineinkommt. Und da sind wir schon bei dem. Und es geht um viel, viel mehr. Ich habe vorhin gesagt, der Mensch ist ganz, ganz zersplittert. Wieso ist er zersplittert? Wir Menschen, wir kommen auf die Welt und wir sind unfertig. Sieht man, ein Baby ist pures Potenzial. Wir sind also ganz, ganz abhängig von dem, was unser Umfeld uns für Impulse bietet, was die Gesellschaft uns für Impulse bietet. Wir denken immer, wir kriegen Sachen gelehrt. Nein, wir kriegen Impulse, die wie Samen sind, aus denen dann durch die weiteren Umstände Dinge sich entfalten können. Kriege ich nicht die richtigen Impulse, dann nützt mir alles, was in mir ist, nichts, weil es nicht zum Wachsen gebracht wird. Und Kampfkunst, etwas wie Wing Chun oder WTU Wing Chun, wo der Weg dahinter steht, das gibt ja Impulse und versucht dann, diese Impulse mit der notwendigen Nahrung zum Gedeihen zu bringen, zum Blühen zu bringen. Mhm. Unser Stil heißt ja schöner Frühling. Was ist der Frühling, wo etwas zu wachsen beginnt? Was beginnt zu wachsen? Etwas, was gesät wird und mit Impulsen versorgt wird. Mhm. Die Natur. Ja, das Menschsein. Beim Menschen. Natur des Menschen. Die Natur des Menschen, ja. Und zuerst sind wir mal aufgesplittert. Wir sind natürlich ein körperliches Wesen, ein Bewegungswesen, wie jedes Säugetier. Nur mit dem Nachteil, dass wir nicht geboren werden und die menschliche Gewandtheit in uns freigeschaltet ist. Nein, die müssen wir uns erst erarbeiten. Passiert in der Regel gar nicht mehr. Mhm. Weil dazu braucht man ein Umfeld, in dem Menschen sich natürlich und gewandt bewegen. Mhm. Wir haben unseren Denkapparat, das mentale Denken, das durch Impulse geformt wird und meistens zu einer konditionierten Maschine, zu einer programmierten Maschine degradiert wird. Und nicht zu einem freidenkenden Wesen, das aufgrund von eigener Erkenntnis, eigenem erarbeitetem Verständnis Schlussfolgerungen und Entscheidungen treffen kann. Und von
der Gefühlsebene ganz zu schweigen. Meistens werden Emotionen und Gefühle verwechselt. Emotionen, der emotionale Bereich, den könnte man zum Bewegungsbereich zählen. Jedes Tier hat Emotionen. Der ist notwendig als Basis, aber menschliche Gefühle sind ganz was anderes. Die, nicht umsonst ist das Herz damit in Verbindung gebracht. Und menschliche Gefühle muss man auch entwickeln, entfalten, in richtigen Umständen, in Freundschaft, mit richtiger Kreativität, in Gemeinschaft, mit Verantwortung, mit all diesen Sachen. Dazu muss aber zuerst mal der Körper geformt sein, dazu muss das Denken geklärt sein und dann kann sich also dieser Gefühlsaspekt auch richtig entwickeln. Also wieso zersplittert? Also das ist doch normal, dass der Mensch seinen Denkapparat hat, dass er, vielleicht ist das Bewegen nicht auf einem hohen Niveau entwickelt wie beim Kampfkünstler oder wie beim Tänzer oder so. Nein, aber ja? es ist so. Was meinst du mit zersplittert? Zersplittert. Wie viele Menschen kennst du, wo du sagen kannst, ihr Bewegungsaspekt, ihr Denkaspekt, ihr Gefühlsaspekt ist ausgewogen auf hohem Niveau entwickelt und vernetzt? Ein Mensch kenne ich. Nicht sehr viele. Bei den meisten Menschen ist so, wir leben in einer sehr intellektuellen Kultur, dass der Denkapparat stark entwickelt wird, aber oft auch nicht zum klaren Denken. Er wird einfach sehr komplex programmiert und mit viel Information versorgt. Das ist aber nicht klares Denken. Das ist auch nicht scharfsinnig sein. Informationen, richtige Informationen zu wissen, hat nichts mit klarem Denken zu tun. Aus dem Grund ist Mensch ja viel mehr wie ein Computer, wie wir es kennen. Weil natürlich ist es gut, man kann viele, viele Sachen vom menschlichen Denken mit dem Computer als Bild vergleichen und darstellen, aber wir sind mehr. Weil unser Gehirn, wir müssen ja mal überlegen, wie lernen wir, wenn wir lernen, richtig lernen, beginnen wir eine materielle Grundlage zu schaffen durch den geistigen Prozess dahinten. Wir beginnen Synapsen im Gehirn zu bilden, Wege zu machen. Das Gehirn beginnt eine andere Struktur zu kriegen. Wir wären ein Rechner, der, wenn er sich gerade selber programmiert, die Hardware baut. Und das ist noch sehr vereinfacht. Das nächste ist, wir müssen alle drei Bereiche mit den richtigen Impulsen versorgen. Es hat Kulturen gegeben, da war der Bewegungsbereich stärker entfaltet als das andere. Dann hat es Kulturen gegeben, war der Gefühlsbereich, das würde ich Traumkulturen bezeichnen, viel, viel stärker entfaltet. Und es sind immer nur kleine Zeitfenster, wo dann in Gesellschaften der Mensch gleichmäßig sich entwickelt. Und das sind großartige Zeiten, weil dann kommen wir zu dem, was der Mensch eigentlich werden sollte. Er sollte ein wirkliches Ich werden. Denn wenn er nicht diese drei Bereiche in gewisser Weise mit den richtigen Impulsen zum Gedeihen bringt, und das ist nicht ein Abrichten und Konditionieren, sondern es ist ganz eine individuelle Sache, dann hat er nur ein Ego. Das ist der Platzhalter für etwas anderes, was man als das wirkliche Ich bezeichnet, das der Herr im Haus ist. Und dass dieses wirkliche Ich kann wirklich Entscheidungen treffen und die wirklich Verantwortung übernehmen und sagen, wo es hingeht. Das ist denn die Basis sozusagen. Das ist die Basis. Das wäre, wo ein erwachsener Mensch eigentlich angekommen sein sollte. Erwachsen mit 18. Muss man Alter definieren, aber was man als erwachsen bist. Was ist erwachsen? Der ist eigenverantwortlich, der ist in der Lage, selbstständige Entscheidungen zu treffen, nicht konditionierte, nicht aufgrund von Reizauslösung. Nicht eine Entscheidung treffen und 3 Stunden später oder eine Woche später will ich damit nichts mehr zu tun haben. Genau, richtig. Ja. In seinen Gefühlen ist er im Selbstmitleid versunken oder im Opfersein. In seinem Bewegen ist er, darüber wollen wir nicht reden. Und dieses wirkliche Ich, das könnte sich auf den Weg machen. Das könnte sich auf den Weg machen. Ja, auf welchen Weg? Da sind wir jetzt beim Weg. Eigentlich im Tao, im Do, wir bringen den Menschen in den Zustand, dass er betriebsfähig ist, wie er als Mensch sein sollte. Auf dem Weg sind wir fast alle. Und dann sollte er die Notwendigkeit erkennen, das Tao. Den Fluss der Natur, den Fluss der Evolution, das ist das Tao. Dann, wie kommuniziert das Leben mit uns? Nicht über intellektuelle Sprache, nein, über die Ereignisse, in denen wir drinnen stehen. Aber wir sind nicht mehr in der Lage, diese Sprache zu erkennen.
Weil das wird erst der Mensch erkennen, der ein wirkliches Ich hat. Und sagen wir, die nächste Menschen, nicht Stufe ist verkehrt, sondern die nächste Stufe, der Entfaltung des Potenzial, dann beginnt er denn die Notwendigkeit dahinter zu erkennen. Und wenn er noch einen Schritt weiter schaffen würde, dann würde das Ganze ganz anders zu sehen beginnen, weil dann würde er nicht mehr den körperlichen Aspekt sehen, dann würde er alles nur noch energetisch als Netz wahrnehmen. Und so ein Wesen, das ist schon so weit jenseits von unserer Vorstellung, dass wir ganz eine andere Perspektive haben auf das Universum. Aber wir sind das, wir sollten nicht von dem träumen, was da ist, wir sollten mal da schauen, wo sind wir und da mal ganz ehrlich zu uns selber sein. Wo stehe ich? Habe ich mein Denken ein bisschen zu stark entwickelt und eigentlich ist es konditioniert? Wo stehe ich gefühlsmäßig? Bin ich da vielleicht doch mehr wie ein Kleinkind als wie ein Erwachsener in meinen Reaktionen? Wo stehe ich bewegungsmäßig? Die Frage ist nämlich, wenn ein Reiz ausgelöst wird, wenn eine Schwierigkeit da ist, wenn ein Problem auftritt. Nicht, wenn ich da alleine mit mir sitze und mir einbilde, dass ich da irgendwie halb erleuchtet bin. Genau, wenn mir etwas unterkommt, das einen Reiz auslöst. Was halte ich dann für gerechtfertigt? Nicht, wenn da alles Epalette ist und nichts los ist und ich mir alles einreden kann. Wie verhalte ich mich in einer Grenzsituation? Wie verhalte ich mich dann? Wie verlässlich bin ich dann? Wie verantwortungsvoll bin ich dann noch? Das können wir uns nur selber beantworten. Oder es werden mal die Umstände zeigen, wenn wir da drinnen stehen. Aber dann kann es Folgen für andere Menschen haben, wenn sie uns für was anderes gehalten haben, weil wir uns anders dargestellt haben. Wie klar denke ich? Ja, aber kann man das selber reflektieren und wirklich... Man kann es zu reflektieren beginnen, aber dann braucht man einen Spiegel von außen und jemand, der die notwendigen Impulse von außen gibt. Das ist natürlich, wie sagt man, ja, da begebe ich in die Abhängigkeit. Nein, das ist nicht Abhängigkeit. Das nennt man... Man muss sich richtig umsetzen. Es gibt auch so einen Spruch, wenn jemand dumm ist, dann weiß er das selber nicht, dann merkt er das ja nicht sozusagen. Genau, ja. Ne? Ja, ja. Also. Ja. Und. Wie soll man das Feedback? Ja, dann braucht man Feedback. Das große Problem ist, fast jeder Mensch lebt in einer Blase. Und am wohlsten fühlt er sich, wenn er sich mit Sachen umgibt, die seiner Blase entsprechen. Ja. Und er sucht sich nur solche Sachen, weil die seine Blase bestätigen. Und alle anderen, die nicht in dieser Blase leben, sind für ihn verkehrt. Aber er sieht, dass die in ihrer Blase sich genauso richtig empfinden. Dann sagt man ja, aber irgendwas muss ja richtig sein. Na, es ist nicht wirklich richtig, aber es gibt Sachen, die in der Zeit richtiger sind wie was anderes. Zu einer anderen Zeit war vielleicht das andere richtiger. Weil es geht ja immer eigentlich nur um das Resultat, das aus der Situation herauswächst. Es ist nicht die Frage, wie gut ich mich jetzt fühle bei dem, was ich jetzt tue, sondern es ist die Frage, mit welcher Absicht habe ich es getan? Und es ist die Frage, selbst wenn es noch eine gute Absicht war, was entsteht daraus? Und wenn aus dem, was ich für gut gehalten habe, in der Zukunft das totale Desaster entsteht für Menschen, dann war es nicht gut. Dann habe ich nur ein positives Gefühl mich abgeschöpft. Weil es der Zeit entsprochen hat oder weil ich es mich so dargestellt habe. Vielleicht sage ich, ich bin der verantwortungsvollste Mensch, der existiert und das und das und fallen Leute drauf rein und übergeben mir Verantwortung. Und dann kommt es zu einer Situation, wo diese Verantwortung tragend wird in der Handlung und dann beginne ich mich zu schleichen. Weil dann könnte es mich ja was kosten. Da muss man ehrlich zu sich selber sein. Und wenn man ehrlich zu sich selber ist, dann weiß man, wo man steht. Und wenn man weiß, wo man steht, dann weiß man, wo man beginnen muss. Und dann kann man sich auch entsprechende Umstände suchen. Aber wenn ich mir was anderes einrede, oder wenn das Leben mich darauf hinweist, ich es aber so nicht akzeptieren will, dann suche ich mir Umstände, die nicht zu dem passen, was ich gerade brauche. Und ich werde mich dann so darstellen, dass möglichst viele Menschen denken, dass es so ist, wie ich es haben möchte, aber nicht, wie es ist. Und dann, wenn wirklich Situationen eintreten, wo Substanz dahinter sein muss, Qualität dahinter sein muss, dann ist ein Desaster. Ja, wenn du die verkehrten Menschen an wichtigen Positionen hast, meistens ist ja lange Zeit irrelevant, wer dort sitzt. Aber es wird ein Zeitpunkt kommen, da muss jemand dort sitzen, der in der Lage ist, die Funktion zu erfüllen. Und wenn der dann nicht dort sitzt,
dann ist das schlimm für wahrscheinlich für viele, viele Menschen und schlimm für etwas in der Zukunft, weil dann etwas Verkehrtes daraus erwächst, was dann andere Menschen austragen müssen. Also erstmal die drei Bereiche des Menschen, das Potenzial entfalten und ausharmonisieren, also bewegen, denken und fühlen. Ja. Und dann entsteht ein wirkliches Ich. Ja. Und dann beginnt der Mensch, das dahinter, also die Absicht zu spüren den und das zu Tao spüren. Und das dann, Tao kann er, zu dann kann das Tao zu spüren beginnen. Das ist ja nicht, dass er dann dauernd das Tao erkennt. Nein, aber er beginnt, hört sich ein bisschen abgedroschen, er beginnt eins zu werden mit dem dahinter. Und dann beginnt er den Fluss des Lebens immer mehr zu spüren. Du kannst das Tao nennen, du kannst es Notwendigkeit nennen. Er beginnt zu erkennen, wo der Fluss des Lebens gerade hingeht. Und das ist dann das Ziel sozusagen. Genau, er beginnt nicht mehr nur egoistisch zu handeln, nein. Es ist mal das Ziel, weil das was dann darüber kommt, ist eine andere Geschichte wieder. Aber dort wollen wir ja mal hin. Wir wollen mal wirkliche, selbstverantwortliche Menschen mit dem eigenen Willen werden, nicht Marionetten, die aufgrund von Reizen herumrennen und ihre unkonditionierten Ideologien, egal ob jetzt welcher Art die sind, für den Fluss des Lebens halten, sondern das wirkliche Leben spüren, denn das Tao, denn das diese verborgene Präsenz dahinter, weil ich denke, dass das Universum in gewisser Weise zweckgerichtet sich entwickelt. Es will mehr Bewusstheit erzeugen. Und aus dem Grund ist das der Fluss dieser Bewusstwerdung dahinter. Und da kann man sich ankoppeln. Und das nennt man das Tao. Ja, ich finde, das reicht erstmal für diese Folge, oder? Ja, würde ich auch so sagen. Und wir sollten uns ja immer fragen, wir sind Menschen, wir sind als Menschen geboren und wir sollten uns dieser Verantwortung auch bewusst werden, die da drinnen liegt. Ja, dass man sich mal fragt, was ist meine Aufgabe im Leben? Warum bin ich da, woher komme ich, wohin gehe ich? Ja. Weil in 100 Jahren wird es uns alle nicht mehr geben. Der Sinn und Zweck ist ja nicht einfach nur, ja, jetzt bin ich mal da und schlafen, essen und arbeiten und irgendwie ein schönes Leben haben, sondern was ist wirklich der Zweck? Was ist wirklich der Sinn? Welchen Zweck, weshalb bin ich da? Jeder von uns hat seinen Zweck. Erfülle ich den wirklich? Oder klar denke ich, ein Leben hat keinen Zweck. Ja, vielleicht sollte man sich doch ein bisschen Gedanken machen. Es ist uns ja geschenkt. Super. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.